So, meine Freunde, ihr seht sie vor mir. Heute geht es um Straight Exo Gruppenzwang. Und ich sage es ganz offen und ehrlich, ich habe es ungefähr 8 Stunden versucht, den Exo-Perk zum Laufen zu bekommen die letzten Tage über. Und ich muss sagen, wenn man nicht gerade mit einem 6er-Team aus leere Chars reingeht, finde ich das ziemlich schwierig, den Perk ongoing zu bekommen. Zumindest im PvP logischerweise. Denn leere Egel bedeutet, ihr müsst einen Gegner unterdrücken, ihn schwächen oder instabil machen. Und zu 90%, wenn ich eins von den Dingen mache, ist er schon tot. Sprich, jemand anderes finisht ihn, bevor ich was machen kann. Oder aber zum Beispiel meine Granate tötet ihn, weil ich ihn damit ja geschwächt habe. Also alles in allem, es kann richtig cool sein, wenn man es hinbekommt. Aber ich finde es ein bisschen schwierig, das im PvP zu machen. Zumindest für mich persönlich. Ich habe es nicht geschafft, das richtig ongoing zu bekommen. Weswegen ich für mich entschieden habe, gut, ich lasse diesen Exo-Perk einfach mal außen vor und teste das Impulsgewehr, wie es allgemein sich anfühlt. Und wenn ich jetzt einfach ohne Exo dran gehe, muss ich sagen, es fühlt sich echt richtig, richtig gut an. Also es hat wirklich Spaß gemacht, das zu spielen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es hat für mich eine einzigartige Connection. Und das, obwohl ich eigentlich 390er Feuerrate Impulsgewehre nicht so gerne mag, sagen wir es so. Das hier, irgendwie fühlt sich besonders an, ich kann es nicht erklären. Und natürlich den zweiten Perk, beziehungsweise den eigentlich ersten Perk, Umbralnahrung, den bekommt man relativ einfach ongoing. Ich meine, Ovi zu machen ist jetzt nicht gerade schwer. Ich spiele gerade auf Titan, bedeutet Titan-Barrikade stellen. Oder aber natürlich durch den Aspekt, wenn ich low bin, ein Finisher, bekomme ich ja auch ein Obi. Zählt alles dazu. Allerdings muss ich leider sagen, das Überschild von einäugiger Maske zählt nicht. Sprich, meine One-Hand-Mask, die ich aufhab, war theoretisch nutzlos für den Perk hier, aber ich wollte es einfach mal testen. Das heißt, abschließend, leere Perk, schwierig zu benutzen im PvP, wenn man es alleine spielt, schrägstrich zu zweit, da braucht man mehrere leere Chars, finde ich. Healing von der Waffe, einfach überragend. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und ja, ich muss ganz offen und ehrlich sagen, ihr habt recht, das Visier ist extrem gewöhnungsbedürftig, sieht sehr, sehr, sehr komisch aus und ist riesengroß. Klar, es gibt hier das Ornament, aber 700 Silber zu bezahlen dafür, dass ich ein besseres Visier habe, sehe ich ganz offen und ehrlich einfach nicht ein. Von daher, ihr wisst, wenn euch das Video zu irgendeinem Zeitpunkt gefällt, gerne ein Like da lassen, Kanal abonnieren oder einfach einen Kommentar schreiben. All das ist für euch komplett gratis und unterstützt mich wirklich sehr. Von daher würde ich sagen, ich habe mehr als genug geredet, ab ins Gameplay, let's go! Das ist ein Fehler, aber weiß ich selbst. Der croucht einfach. Hat Bogen. Bin Bogen. Hab ich. Du bist dann bei mir. I'm dead. Ich war bei dir. Das Team. Ich hab ja voll einen Rocket reingehauen da hinten. Ich hab kein Schild. Wer schiebt mich da raus? Warum? No. Ja. Oh, noch einer. Warum hat er den Jade? Kommt noch einer. Einer? Ich hab nur einen gesehen, sorry. So. Der ist One-Shot. Meine Idee war es, mit dem Ovi nachzuladen. Ich weiß nicht, warum ich es gemacht habe, während ich auf den Gegner zu rennen. Es zählt nicht als leere Ovi. Aber das Ding fühlt sich trotzdem verdammt gut an. Oh, ich bin dead. Das sind 3 Leute, einer spawnt schon von denen. Alles gut, ich habe mein Obi. Problem ist, ich würde den rechts draußen einen Bogen haben, aber der hat einen Bogen. Genau deswegen. Hatten ja Loch. Guck da, Aspen. Ich hab dir nur einen Kill verschafft. Uns nicht. Danke dir. Ja, ich hab einen Sentinel drin! Wusste ich natürlich. Dann werft doch dein Schild. Nein, ich habe dadurch kein Leben zurückbekommen. Ich glaube, kurz nach, ne? Der ist low.
Nein, das hätte so schön werden können. Oh, hier sind ein paar mehr. Ich weiß nicht, warum die hier spawnen. Oh mein Gott, nämlich. Links von uns. Ah, nochmal links von uns. Ey, I'm sorry. Viele. Weißt du, würde das hier noch zählen als Obi zum Nachladen? Wäre das halt absolut crazy gut. Hm, daneben. Boah, war das halten plötzlich. Thank you. Warte kurz. Nein, der ist zu low. Ich wollte mir den Debuff klauen. Hey. Oh. Das kann klappen. Gut, das ist weg. Oh oh. Es tut mir fast leid, dass ich so scheiße bin. No! Oh. Alter. Ich habe immer noch keine Bubble drin, by the way. Also, ich bin ehrlich, ich mag das Feeling sehr, sehr, sehr gerne. Es kann nicht sein, dass es nicht down ist. Rächt mich gleich, wenn ich tot bin. Ich hab gedacht, du wolltest auf B, wie Blauwall. Nee, A, wie absolut meine Zone am Anfang. Kurz nachladen. Oh, was machen die links? Boden. Nein, meine. Vor allem, ich habe ein Minischild, ne, was mich auch mega triggert und ich wechsle es einfach nicht. Warum sind da so viele? Hey, mein Ovi! Es war klar, dass ein Trail wird. Noch eine. Nice Teams. Also ich krieg halt niemals genügend leere Debuffs, um das irgendwie lukrativ zu machen, dass ich mir die Buffs hole. Das geht aber nicht. Nur mit dem Team drin ist. Ja, anders glaube ich auch nicht, dass es möglich ist als mit dem Team. Also wenn alle leere die was auf die Gegner machen, klappt das ziemlich gut, sich einen Buff zu holen wahrscheinlich. Ja. Ich habe auch eine Buffel im Tisch. Der Spawn schon links weg. Nice. Einer ist rechts von uns gerade gejumpt, da ist auch rechts in dem Stein. Da links ist ein Warlock irgendwo debounce in den Lüften. Weil er es lustig findet. Heavy ist da. Ist mir egal, das zählt noch als Nahkampf für mich. Die sind in einem Well!
Klappt das auch? Hat funktioniert. Ist er tot? Komm, da kommt nicht noch einer Golden Gun. Hab ihn, alles gut. Aber. Ach nö, gegen die Dommel mach ich jetzt aber nichts. Nicht alleine zumindest. Ein bisschen Damage hat sie drin. Haha, Halleluja. Suppressed. Und tot. Ach so, da macht die Shotgun jetzt Damage. Die kann sich auch nicht entscheiden, ne? Ich habe hier noch. Ha! We'll be right back.